Hoi, liebe alles neunzehn Freunde, Freundinnen. Wo sind wir da? Map-Vorstellung. Niemandsland vom Alien Gin. Und hier die Karte zum Beispiel, die hat nur 87,8 Megabit. Also nichts praktisch. Das heisst, für alle Leute, die ein bisschen einen Computer haben, die immer ein bisschen Mühe hat mit entweder Performance, wo alles auf Medium eingestellt ist oder so, oder auch einfach, wenn man ein bisschen viel Mods drin hat, anfangen Mühe bekommen, dass einfach, zum Beispiel merke ich das bei meinem Laptop, dass er dann einfach schnell warm wird. Ah, die Probleme sind alle vorbei. Weil der dritte im Bunde ist die Map da, vom Alien Gym, wie gesagt, Niemandsland. Und zwar, sie geht in die Richtung wie Flat Map, wo ich auch eine Vorstellung gemacht habe, wo ja ein Renner ist bei mir. Das schauen die Leute gern. Weil das zweite ist Modular Map. Diese App ist auch frei gestaltbar, wie auch Flat Map. Und das ist jetzt etwas eigentlich sehr Ähnliches. Er schreibt da, du hast eigentlich so nichts so, außer der Straße, wo ihr und raus fahrt. Und es ist alles praktisch zum Platzieren. Jetzt wollen wir mal schauen, voraufstellen, ob es da etwas drin hat. Du kannst auch Bäume wegdrucken und Steine wegdrucken. Jetzt hat es aber von 26. auf 27. März ein Update gegeben. Also von gestern auf heute, jetzt, wo ich das Video aufnehme, weil sie ja erst gestern erschienen ist. Dort drin steht es, Bäume alle auf einmal löschen. Das gehe ich nicht mehr weg, weil das auf Konsole abstürzt gehege. Jetzt weiss ich nicht, ob es gar nicht mehr geht, weil ich habe jetzt nicht noch zuerst die XMLs und Mutdesk und alles genau angeschaut. Ich habe aber noch die Version, die ist vom 26. also die, wo das noch nicht geändert ist. So, ein Feld da gehört einem, 26, ja. Das kann man gerade ändern, aber ich weiss nicht, ob ich jetzt vergessen den Mod einstelle oder nicht. So, da will ich noch schnell schauen, was hat man denn da? Oh, das ist cool, hast nur den Fahrzeug shoppen und alles andere musst du platzieren. Alien Gym hat geschrieben auch, wenn die Karte gut läuft, dann tut er auch mehr platzierbare Sachen noch machen, die man zum Beispiel eben dann auf dieser Karte kann brauchen. Von ihm sind ja auch zum Beispiel die Mercury Farm, das ist eine von ganz bekannten Maps. Ari hat ein neues Hemd angelegt, neue Map, neues Hemd. Das können wir jetzt natürlich nicht aufmachen. Hä? Steht er da drauf? Komm, Gumpen mal da runter. Das ist nicht. Wie kommen wir denn da raus? Ah, das ist das der Anfang gerade von der Map? Oder wie? Zeig nochmal. Gaggelari hängt da irgendwo. Nein, wir sind, wo sind wir denn? Ich bin in Gaggelari gar nicht gefunden. Wo ist er denn? Doch, das ist ganz am Maprand, wo der Shop mir jetzt sind. Warum kann er nicht über das Gitter springen? Ach, meine ich. Das kann er nicht auftun in dem Fall. Ja, du, dann musst du einsteigen in den Dreckling-Pickup. Warte mal, ich habe sie eingestellt. Ja, das ist gut. Man kennt ja vom Alien Gym auch, vor allem wenn man meinen Kanal schaut, ich habe auf der Flatmap, ich habe auf dem Dockelhof, überall, wo ich regelmäßig spiele, so Gebäude, entweder Saatgutgebäude von ihm, oder was habe ich damit noch drauf? So Schür, wo kannst du kerenieren tun und so. Jetzt hängen wir da, steig einfach ein. Also dann ist da der Startpunkt, kommt raus. Im Shop. Also man hat im Prinzip alle nur den Shop und jetzt kann man sich suchen, wo man will hin. Warte, ich mache zuerst mal schnell einen Sprung dahin. Er schreibt, man kann sich nur um Holz. Oh, wir haben eine schöne Schür, wo man wohnt. Sogar mit einer verrosteten Wäschmaschine. Das ist wieder Alien Gym. Der ist immer gut für irgendwelche Überraschungen. Oh, schau mal, Badwanne haben wir auch. Sollte man vielleicht wieder mal putzen. Ich glaube, ich kann es gerade vorgehen, Gaggelari, wenn man einen neuen Golem im Baumarkt, das ist ein bisschen versifft. Kann man nicht mal mehr auf die Weide rausstellen, um den Muli etwas Wasser reinzutun. Ja, geh mal rauf schauen. Jetzt da oben etwas. Hä? Kannst du nicht rauf? Kommst du nicht mehr rauf? Zeig mal, probier nochmal. Eine Woche so halbwegs. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr.
Schritte der Kapillare, was haben wir hier oben? Schachtel, Koffer. Oh, noch mehr Schachtel. Du, hat der nur Schachtel? Das Bett ist auch noch, kommt einem ein bisschen vor, wie im Ding, wie heisst, im Hausflipper. Ist auch alles so versifft am Anfang. Und die Matratze hält, da ist so Grünspann drauf, Moos. Das Fenster ist cool, das ist rausgegangen. Ich glaube, die Hütte kannst du gerade abreißen. Oder im GE ausräumen. Und dann kannst du, oh, aber am Fernseher, du ganz prahlerisch, ist zwar noch ein alter Fernseher. Und ein alter cooler Radio. Das ist eine Klimaanlage. Ein überdimensionales Sofa. Hauptsache ein guter Fernseher, oder? Ist nicht schlecht. Die Wäschmaschine du, mit rostigem Wasser Wäschwäsche ist auch noch lustig. Herd. Schau mal mit richtig nach Herdplatte. Die Hebel stehen aber so, als wäre er eingestellt. Da muss man aufpassen, dass die Tüte nicht nachfackelt. Schau mal, da ist nicht versifft. Das Lavabo da. Aber die Badwanne da. Oh ja, die würde ich rausrühren. Licht geht. Oh, Mama mia, schau mal. Sieht man noch mehr den Dreck. In dieser Brettbude. Das ist lustig. Kann man ja gar nicht anders sagen. So gehen wir da wieder raus bei dem Türli. Aufpassen, Kapillare. Bam, Türen gerade am Wind. Was haben wir denn da so? Aha. Traktörli haben wir. Sämaschine. Anhänger. Oh, sogar ein Kugel, wo man ein bisschen mehr einbringt. Das ist noch cool. Pflugecke. Und eine Mitte noch mehr Dröscher. Aha. Also theoretisch kann man wirklich gerade anfangen und starten. Geld hat man 100'000, ich habe es bei neuen Farmer gestartet. Ja. Jetzt hier einen noch. Dass das Feld vorne, ah nein, das ganze Ding ist ein Feld, also da das ganze Gestrüpp räumt man jetzt zum Beispiel. Das ist ja die Idee hinter dieser Map. Du kannst ja alles, wie ich sage, es ist der dritte im Bunde. Flat Map, Modular Map und jetzt die Niemandsland Map. Das ist von der Idee her überall das Gleiche. Also du bist total frei. Weil es hat ja eigentlich kein Dorf und kein, man hat jetzt gesehen, nur einen Job. Also man kann sich alles mit diesen Platzen, es gibt ja auch platzierbare, so man kann das Korn nicht, ich habe das drin, ich weiß jetzt noch nicht gerade, ob ich das so auf Anhieb finde, zum schnell zeigen. Silos, glaube ich, könnte es sein. Ich bin jetzt gar nicht sicher, weil Loretta mache ich noch mehr. Siehst, das ist da, wo ich habe. Das ist alles vom Alien Gym. Die Art, wo sich das selber zusammenbaut, wenn du drauf drückst. Schau da mal, er hat Sachen zum Erretten. Er tut mehr platzierbare Sachen noch machen, wenn die Map gut läuft. Das ist in dem Fall drin, weil da hört mies ja auf. Also ein PGA kannst du platzieren. Verdauen Ausgleichsbehälter. So für Gärreste, sage ich jetzt mal da das da. Dann kannst du das verrostete Silo die Haie noch hin tun. Bei der siebten Badwanne in selben Haus. Da oben, wo wir jetzt stehen. Getreidesilo, das ist, wenn es mehr willst, das, wenn man mehr als 100'000 Platz hat drin. Flüssigkeitsspeicherung. Das ist jetzt die Frage, kannst du Milch und Wasser wählen? Ah ja, Wasser, Milch, Gülle und Reste. Schon cool. Und das ist einfach nochmal das gleiche, aber mit 100'000 Liter. Und ja, das ist eigentlich das gleiche. Das ist einfach ein Einzelner und alle drei zusammen haben da auch 300'000 Liter. Sehr cool. Das ist jetzt der, den ich eigentlich von mir getan habe, aber der hat das auch gemacht. Weil bei mir steht nicht Süßwarenladen. Das ist das, was ich jetzt eigentlich auch zeigen wollte. Kaufstellen für Kornsachen oder für Global Company Produktionen. Ist ja auch so etwas. Das warte, ich pumpe da so schnell drüber. Auch gibt es bei mir eine andere Kategorie an. Also da haben wir für Erdöpfel, Zuckerrüben und die, wie heisst das da, die Büsche, die man abschneiden kann. Kommt mir jetzt aber nicht in den Sinn. Milcheier. Kannst du jetzt zum Beispiel das hin tun und kannst aber auch noch zugehöriges Gebäude im GE hinstellen. Dann denkst du, eine Molkerei muss jetzt so und so aussehen. Stellst du einfach das Gebäude hin, das dir gefällt. Das ist so cool.
Hier, der ist wirklich alle Kornsachen, außer Erdöpfel und Zuckerrüben nicht. Darum haben wir das andere da, Wurzelgemüse. Bäckerei nennt sich das hier. Eier und Milch. Windmühle, was machst du da hin? Nur Korn, aber nicht alles. Und was ist da da? Das ist Gras oder digital irgendetwas? Da müssen wir schnell vorne schauen. Süßwaren. Da haben wir noch Soja drin. Hafer hat es keine. Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Soja. Dann ist das vielleicht das Haferzeichen da, das letzte. Vielleicht, he? Könnte sein. Gut, das können wir da noch schauen. Hat es vielleicht noch mehr so Sachen? Eine Baustelle? Das ist cool, müsst ihr unbedingt Download drucken, dass er noch ganz viele platzierbare Sachen macht. Er hat wirklich geile Sachen. Das ist von mir da drin. Das habe ich jetzt vorher eingestellt, weil ich denke, vielleicht habe ich noch Zeit zum Platzieren zeigen. Schaut da, das ist auch nicht von mir drin, oder? Mal, das sind die neuen Schüren, die ich noch mal probieren muss. Oder ist das vom Alien Finn? Nein, das ist ein anderes Emblem drauf. Schafstall, Schafstall. Ja, das habe ich so schon mal abgetragen. Mal schauen, was hat es denn da noch mehr? Und sich da ein schönes Häuschen hat. Ja, da Farmhaus. Das ist das die Bretterbude oder nicht? Bauernhof, Fußmatte. Ja, das ist lustig. Ein Franken am Tag. Das ist zum Schlafen. Kannst du den Teppich irgendwo, kannst du ihn da zumindest aufs Feld legen, dann ist dort auf der Schlafpunkt, wenn du kein Haus willst. Das ist aber, glaube ich, da die Bettbude. Garage, mal schauen, oder? Das ist doch jetzt das, was wir haben. Aha, schau, da geht es weiter. Wir haben noch viel mehr Sachen in dem Fall. Round-Down-Schutz. Rundown. Garage. Unterstand heisst das. Alt Unterstand. Das ist auch noch cool gemacht. Halle. Kannst du aber darunter tun. Direkt Verkaufsargument von Holzbecher. Lade Holz in diese Maschine, um es in Hackschnitzel umzuwandeln, welche direkt an die Sägemühle verkauft werden. Ah, anstatt Sägemühle. Also quasi ein Sägewerk. Kannst du das hinstellen? Das ist wahrscheinlich dann ein bisschen fake da. Ich weiß nicht, ob es geht oder nicht. Können wir das mal schauen? Wir müssen jetzt aber halt das da. Oh, nein, das ist ja schon da. Nein, wir wollen es nicht verkaufen. Ich sage, ich will platzieren, aber das, wenn es so ist, da gehen wir dann schnell hin und schauen. Dann haben wir noch Werkstätte. Das ist sowieso immer cool. Da kannst du einfach überall alles wieder klicken. Deine Göppli, Wassertank, platzierbar. Ihr müsst da unbedingt Download machen, schau mal. Der macht da noch ganz viele schöne Sachen, da kann man einen Haken haben. Ausblick ist noch lustig. Jagdhütte, das ist so ein Jägerstand. Gebrochene Wassermühle, was macht der? Dekoration, aha. Nebengebäude aus Holz, hast du noch Scheisse? Schau mal, eine richtige Latrine. Das ist auch lustig. Und das ist die Hütte. Also die Bretterbude, die ich vorher gezeigt habe, das Bild ist in dem Fall die Hütte, wo wir wohnen. Wo wir jetzt drin gewesen sind. So, jetzt muss ich aber durch den Göppel vielleicht haben. Den Göppel, um ein bisschen zu schauen. Meistens auch so versifft. Den bringst du nie mehr sauber. Wie komme ich jetzt da überhaupt zu dem Ding aus? Da, ich kann einfach so fahren. Das da ist ein einziger vielleicht. Ein einziger Verkaufsstand. Aber da steht nur etwas von Fahrzeugshop Körner. Ah, das ist so gemeint in dem Fall. Da kannst du da das Gröbste, wenn du jetzt sagst, ich will ganz arm leben, aber nicht auf einem ganz armen Stand starten, Geld hast, dann kannst du da das Gröbste schon mal abliefern. Körner, Eier, Wolle, alles in dem Milch, Gras, Heu, Stroh, Silage. Was haben wir da noch? Ja, da ist schon ein Ende Gelände. Gut, das macht dann auch noch Freude. He? Wenn du jetzt einfach mal gar nichts machst und sie nur mal so stehst, das ist ja auch eine Idee, die dahinter ist. Das schreibt er alles im Text.
Wie könnte ich denn jetzt hier die ganzen Bäume weglöschen? Wie mache ich das Speichern? Das würde mich noch interessieren. Müsste ich da über den Shop schauen? Wie könnte man denn da? Es ist von mir noch drin, Mut nicht eingestellt habe. Ja, das muss ich mal schauen. Das habe ich gar nicht einmal eine Vorstellung machen mit diesen Gebäuden. Würde gerade in die Karte passen hier. Ich glaubte, das habe ich auch vom Rotab Giants. Tja, mit Landscaping kannst du natürlich auch alles machen. Oder du tust 7GE, machst da ganz viel. Oh mein, ist das schön. Ganz viele eigene Sachen. Nein, wo habe ich jetzt wollen schauen? Das nützt jetzt so auch nichts. Was haben wir da? Kann ich nur meine Sachen drin? He? Also die Stelle da macht so den Kai. Nein, du musst selber entscheiden, wie was. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles gesehen da. Da, Spinnerei, schau, da geht es noch weiter. Spinnerei kannst du noch einstellen, Strohschür. Das ist ein Gebäude. Wollstream-mässig, mit dem Wellblechdach. Ist ja nicht von ihm. Wollstream ist vom Blackship-Modding. Aber der Alien-Gym und Blackship-Modding haben ja beide so ein den gleichen Stil. Oh, schau mal, da hat er noch Gewächshäuser. Oh, das ist geil. Hey, da müssen wir genau anschauen. Da kannst du den Film noch platzieren. Also, so viel Zeit muss sein. Das sind die Gebäude, die ich vorher gesagt habe, die ich immer drin habe, weil ich stehe einfach wirklich in seine Sachen. Dann baut sich dadurch auch alles selber. Abschnitzelverkaufspunkt hat man. 3 Stunden Tag, da geht er noch. Direktverkauf, das haben wir gefragt. Das haben wir schon. Sägewerk gibt es doch noch auch noch einzeln. He? Nicht nur da der Direktverkauf. Das ist, ich glaube, für Hackschnitzel gewesen, da. Da haben wir einen, ja. Das ist für das Palmenhack-Ding. Und das da ist für irgendwie alles Holz in dem Fall. Strohschür. Stroh und Heu und so, hä? Da. Ja, also steht jetzt so nicht. Ich sage Stroh, Heu und Gras wird man da können kaufen. Spinnerei. Ich habe vergessen, das hier schreiben. Da steht nämlich auch nicht, aber da ist auch noch Wolle. Werkstatt immer. Da kannst du noch Lampen hinstellen, schau mal. Was würde mich interessieren da? Produktionen, Gemüse, welches automatisch verkauft wird und die Geld einbringt. Da musst du bringen, Wasser und Misteli. Ich tue das immer gerne ein bisschen umschreiben. Dass man kann aufs Aqua geht, weil das Zeug muss ja auch irgendwie mit etwas wachsen. Gewächshaus, Tomaten haben wir auch noch. Wassermühle, ja, das ist jetzt das und dann die Windmühle noch. Einkommen pro Stunde, du, die gibt Geld, wenn die Mühle platzieren, das ist noch cool. Es gibt den Verkaufsdings, wo ich vorher gezeigt habe, die Silo, wo du kannst am Boden machen, dann tust du die Mühle nebenan und dann kannst du dort raus quasi noch Mehlverkauf bauen. Das ist dann schön, hey. Da gibt es auch noch Geld für die gebrochene Windmühle da. Uns ist kaputt, ist ganz, weil bei dem, wo der steht in der Garage, hat es doch das da, am Boden unten gehabt, da. Die ist ganz, die bringt Geld und die, die wir haben, ist dem kaputt. Das ist interessant, das ist einfach ein wichtiger Typ Alien-Gym. Ich finde das so super, die Idee, die er damit hat. Das ist jetzt da, wo ich gezeigt habe, das ist meine Verkaufsstation, bis ab. Das ist für ja alles. Also ich habe ja auch alles, noch mehr als alles hier geschrieben. Das ist auch alles da von mir selber. Gut. So, ich will noch eine Runde greifen. Dass man ein bisschen etwas gesehen hat. Hat es vielleicht noch ein See oder etwas? Oder muss man sich das auch selber basteln? Jetzt fahren wir, wohin fahren wir überhaupt? Ich habe es nie nicht gesehen, wo man die Bäume und die Steine wegmachen, weil das müsste in dieser Version noch gehen, weil jetzt in dieser Version von heute gehen scheinbar nur noch die Steine wegmachen, aber die Bäume nicht mehr. Da die grossen Steine kann man irgendwie wegdrücken, aber ich habe das jetzt nicht gefunden, wo. Wie sieht das aus einem Sofa? Oh, leck mal doch am irgendwo. Hey, nein. Scheibe auch noch dreckig und der Scheibenwischer geht nicht. Der kann er verkaufen, denkt sicher nicht halt. Jetzt habe ich nicht geschaut, schau mal. Ich bin eben rausgefahren. Unten, was steht da unten?
ganz unten da bei mir rechts. Klicke musst mit, der Karren total am Arsch und hat 10.248,1 Stunden gefahren. Weißt du, wie lange musst du das Spiel spielen? Du leck mir du. Haha, ich habe wieder ein neues Projekt. Ah, es ist geil, die Karte werde ich ganz schön mal einfach jetzt vielleicht ohne GE, nur mit platzierbaren Sachen ein bisschen mir herrichten. Hoppla, oh, aufpassen, jetzt hat es aber doch noch Wasser, hat er gesagt, noch einmal. Man sieht es da auf der Karte, wo ich hat eine Dinge rein schauen, die Fruchtsorten. Na, ah, da haben wir einfach die üblichen von Kleins, da haben wir sonst nichts dazu. Jetzt nicht verfahren. Ah, das ist ganz nahe da, wo das Haus ist, der kleine, man sieht es da, wenn man genau schaut. Der kleine See, oder Tümpelteich. Dann kann man also Wasser auch gratis holen, also man kann wirklich so starten. Und es ist auch die Idee von Null auf sich weiterarbeiten. Und es hat Missionen und so, ist auch gestanden, da ist nichts. Hat Missionen, Ballenpresse im Franken. Haha, im Franken. Geld 28. Du kannst auch mieten. Lohnung versinkt 0 Dollar. Es ist eben ich so verstanden, weil statt du kein Nachbar, ist gar nichts. Aber du kannst bei dem für einen Franken Ballen pressen. Es ist halt 100 Millionen Ballen. Auf dem Feld 28 ist die einzige Möglichkeit, wie du zu Geld kommst. Pro Ballen ein Stutz. Lustig. Ich bin hell auf begeistert. So, jetzt müssen wir vielleicht mal so schauen. Wir können ja auch überhaupt. Ja, das ist eigentlich noch nicht ein gutes Plätzchen. Es ist relativ gerade für Platzieren noch gut da. Das ist ja doch unser besiegter Hof. Ich kann noch einmal mit anderes Tiger fahren schauen. Da unten ist es ja halt einfach fertig, wenn ich müsste jetzt umkehren. He? Aber so wenig Megabyte. Gigabyte, Mega. Ich verwechsle das immer nicht ernst. Aber ich meine, es ist wirklich extrem gut. Da kannst du so viel. An der Innenstädturm, wo es ihm gerade tun ist, wo kein Geld gibt. Da kannst du so viel draus machen, jetzt, hey. Das ist echt super. Ja, die Werkstätte. Wie komme ich jetzt denn da durch ab? Fahr mal so quer, dann sieht man noch ein bisschen das Blend. Aber da ist doch ein bisschen hügelig. Da muss ich ein bisschen aber Landscaping machen vom Platzieren, wenn das zeigst, ich will den Hof eben da zwischen dir tun. Oder im GE, mit Scheinsedito machen. Da ist ein bisschen so Bäume. Wie sieht denn der Wald aus? Der Wald schön. Oh, Achtung, jetzt passen Bäume. Schön Wald, im Baum hier gefahren. Jetzt da ein Weg. Es ist etwas versteckt in dem Wald. Die Medienschirm weiss nicht, er tut immer überall mal so ein UFO hin oder so etwas. Der Wald hat er sich aber auch Mühe gegeben. Hat schön Blümchen drin und Büsch. Also, der Wald musst du nicht umarbeiten. Wenn du jetzt Skorita hast, ist ein schöner Wald da. Oh, ist das lässig. Ich fange gerade da ein bisschen rummachen, wenn in dieser Karte rein geht. Da habe ich zwar jetzt gerade gar keine Zeit, aber das ist mein Wochenendprojekt. Cool, jetzt kommen wir wahrscheinlich nie mehr zu dem Wald raus. Im Feld 22, da umeinander ist der Wald. Ja, dann ist dann hier die Karte wieder gleich etwa fertig. Das ist eine coole Sache, Alien Jim. Hey, thank you so much. Merci beaucoup. Aber ich glaube, er ist ein Engländer. Veretta Hotedum. 5 von 5 Sternen, plus Popo plus nochmal ein Stern. In der Schweiz ist ja 6 die beste Note. So, dann sind wir jetzt wieder da. He? Dann sind wir eine Runde über das Ding hier. Steigen wir los, Gaggelare. Vielleicht kann ich noch von oben ein bisschen so. Das ist eine coole Sache. Nochmal, die dritte im Bunde. Flatmap,
kannst du komplett selbst gestalten, hast aber das Nötigste. Da ist die Idee jetzt ein bisschen anders. Du hast alles auf Halt. Es sind viele platzierbare Sachen, die du gerade nehmen kannst. Und nicht musst du sagen, oh, wo muss ich das suchen, welchen muss ich gut verplatzieren, falls du jetzt einsteigst mit dem LS19 erst, oder? Es gibt ja auch so Leute, die jetzt noch nicht schon seit Jahren und alles und jetzt gesammelte Mode haben wie verrückt. Also es ist ein komplett geiler Start da, einfach möglich. Ja, schau mal, das sind die Steine, die du wegdrücken kannst. Ich weiss es noch nicht wo, aber man kann es. Wir müssen halt selber suchen. Verschiedene hohe Bäume von diesen Tannenbäumen, sehr schön. Meppbrand ist auch nicht schlecht, he? Schön ein bisschen hügelig. Und nicht in diesem Felsbrunnenstil. Ich kann sie jetzt nicht auftun. Es könnte vielleicht sogar die Basis von Ravenport, aber das Licht ist trotzdem eher wie Felsbrunnen. Ich will jetzt mich nicht darauf festlegen, weil für das zum genau sagen hätte, müssen wir schnell reinschauen. Also, mit einem coolen Bild, sage ich, hey, nicht vergessen, machst du gern, wie auf der Modularkarte hat es ja eigentlich auch Birken, dort hat es viel mehr Weg halt, dort hat es einen Shop und ein, zwei sonst Gebäude noch, dort bist du ja auch frei. Diese Karte hat auch ein schönes Licht übrigens. Flatmap bist du noch mehr frei, da kannst du gerade alles und da hast du das Grundsätzliche für alt, weil die Idee von ihm ist ja, mit wenig viel probieren machen, oder? Hast keine lästige Nachbarn, hast keinen lästigen, dummen KI-Verkehr, der dich nervt irgendwo. Kannst komplett deine Felder gestalten mit dem Flug, wie du willst. Kannst das auch im GE machen. Und die Basis ist einfach da. Wenn dir das aber nicht passt, kannst du auch selbst auch noch löschen. Führst das aus dem Platz und machst einfach so weiter. Super geile Idee, ich kann es nicht anders nochmal sagen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich sage Kiss and say goodbye. Bis zur nächsten Mob-Vorstellung. Oder nicht vergessen, mein Dockelhof-Let's Play könnt ihr auch gerne schauen. Wir sind schon bei Folge 22. Tschüss, danke und ciao miteinander.